Du bist ja eine Süße. Du wärst bestimmt eine super Handtasche. Gammelfleisch. Da nehme ich doch lieber die vom Anfang mit. Hallo, ich würde jetzt gern bezahlen. Bitte? Nein, nein, nein. So geht das nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Pfötchen sucht Händchen. Heute befassen wir uns mit dem Thema Tierschutz und dazu sprechen wir mit der Tierheimleitung Anja Grunze. Die erste Frage ist, warum ist Tierschutz denn so wichtig? Also ich finde Tierschutz wichtig, wir leben mit Tieren, egal ob jetzt in der Natur oder zu Hause, privat, wie auch immer, dass man einfach die Leute halt mal aufklärt, was ein Tier bedeutet, egal welche Art, welche Klasse, welche Kategorie, sei es eine Taube, über die wir auch viel Aufklärungsarbeit mittlerweile leisten, weil sehr für viele die Taubenratten der Lüfte und nur noch Krankheitsüberreger mit verbinden, dass man einfach die Leute halt aufklärt, deswegen ist Tierschutz für uns so wichtig, die Leute halt Aufklärungsarbeit leisten, auch für, ich sage einfach mal, ja, wie andere auch für Kindererziehung, machen wir es halt für den Tierschutz. Wo kann man denn sagen, fängt Tierschutz an? Tierschutz fängt schon zu Hause an, sei es, wie gesagt, zu Hause. Man hat ja eigene Tiere oder auch draußen in der Natur oder halt auch, wenn man auch Missstände sieht, dass man die halt auch einfach mal meldet in ein Tierheim. Und zu Hause fängt schon mit der Haltung an, selbst bei den Kleintieren. Wir haben hier mal so ein paar Beispiele hingestellt. Ich sage, so ein kleinerer Käfig. Viele denken immer noch, diese Käfige reichen heute noch aus, dass man da drin einen Vogel hält. Vögel sind oft Schwarmtiere, die mögen Gesellschaft, die möchten lieber zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs sein, wie auch immer. Hamsterkugeln wurden gerne oft gekauft. Die Hamster wurden in so Plastikkugeln hier eingesperrt, wurden dann im Zimmer rumrennen gelassen. Ist auch Quälerei, also das alles so Sachen, wo wir halt gerne aufklären, wie halte ich mein Tier, was ich zu Hause habe, sei es Hund, Katze, Kleintier, halt richtig. Ja, in der Natur, ich meine, da sollte man dann auch berücksichtigen, wenn ich mit dem Hund draußen spazieren gehe, dass ich den Hund angeleint habe, gerade wegen den Rehen, wegen den Wildschweinen, wegen den Tieren, die dort im Wald leben. Ja, also so versuchen wir halt da die Leute auch noch ein bisschen ringsrum mit der Arbeit halt aufzuklären oder hauptsächlich halt für die Haustiere zu Hause. Ja, bei der Haltung kann man sicherlich viel falsch machen. Und das Tierheim kooperiert ja auch mit dem Tierschutzverein. Wofür setzt der sich denn ein? Der Tierschutzverein versucht, Missstände in der Tierhaltung aufzuklären, beziehungsweise sind wir dabei auch auf die Mithilfe des Ordnungsamts bzw. Veterinäramts angewiesen, dass man da zusammen kooperiert. Das heißt, schlechte Tierhaltung wird gemeldet, dass halt auch die Leute ihre eine Anzeige dem Veterinäramt mitteilen und auch mithelfen, ja. Dann ist ja das Thema Hundesteuer im Moment aktuell. Sind Sie generell dafür oder finden Sie das unterstützenswert? Also Hundesteuer, also war ja auch ein recht harter Kampf hier. Wir haben also leider die Erhöhung bekommen hier in Mainz. Ich finde es halt Quatsch. Ich sag mal so, warum eine Erhöhung der Hundesteuer? Weil es hat keiner davon irgendwie Nutzen, außer dass damit halt ein Finanzloch in der Stadt gefüllt wird. Natürlich nicht. Ich hätte mich eher gefreut, wenn die Steuer nicht erhöht worden wäre. Vielleicht auch mal die Leute halt, also jetzt ist es ja so, dass die Tierheimtiere, also ein Hund, ein Jahr lang steuerbefreit ist hier in Mainz. Wenn er aus dem Mainzer Tierheim ist, ist schon mal ein nettes Entgegenkommen. Aber wir sehen da halt auch drin, dass wir weniger vermitteln werden, Tiere in Mainz. Ja, das schreckt Leute bestimmt mehr ab dann auch. Es kommen vermehrt auch mal Anrufe, dass sie ihr Tier nicht mehr finanzieren können. Viele ziehen weg, wie auch immer. Also ich finde es eigentlich traurig, dass da die Reaktion so von der Stadt aus halt her war. Ob es irgendwann mal dafür eine Besserung gibt, wäre wünschenswert, aber ob das so passiert, das wissen wir halt auch nicht. Aber ich habe es nicht verstanden, es haben viele Hundehalter, überhaupt Tierhalter allgemein nicht verstanden, warum da jetzt eine Steuererhöhung gekommen ist. Ja, und die Kampfhundesteuer gibt es ja auch noch oder war auch mal im Gespräch, ist das auch Quatsch, oder? Nee, also die Steuer hier in Mainz, also die Liste ist ein wenig, die Steuerliste für solche Hunde ist ein wenig erweitert worden, da stehen jetzt auch etwas mehr Rassen drauf wie vorher. Also jetzt nicht die rheinland-pfälzische Rasseliste ist geändert worden, sondern die Steuerliste hier in Mainz. Wir stehen jetzt halt 8 Hunde insgesamt mit drauf, die von der Steuer halt erhöht worden sind. Also solche eingestuften Hunde
kosten jetzt 600 Euro hier in Mainz und das finde ich auch nicht gerade richtig, ja, weil... das ist eine Menge. Ich meine, auch ein Dackel kann gefährlich sein, jetzt mal ganz grob gesagt. Also wie gesagt, das wäre besser, wenn jeder halt einen Hundeführerschein macht, anstatt hier eine Steuer zu erhöhen für Hunde oder eine Rasseliste zu erweitern. Wie auch immer, also es wäre besser, wirklich Hundeführerschein für jedermann und weg von der erhöhten Übersteuer für diese Rasselisten. Ja, und jetzt nochmal zurück zum Tierschutz. Was kann denn jeder Einzelne dafür tun? Jeder Einzelne zu Hause, dass man vielleicht mal mit den Augen etwas weiter durch die Welt läuft und auch mal überlegt, dass es noch Mitgeschöpfe gibt, mit denen wir hier auf dem Planeten halt, sage ich jetzt mal, leben. Und wir eigentlich immer mehr deren ihre Lebensräume wegnehmen, reduzieren. Auch die haben ein Anrecht und selbst da fängt da halt schon an. Also das heißt, zu Hause jetzt ja, vielleicht mit gewissen Putzmitteln anders mal umzugehen, ist auch ein Beitrag für den Tierschutz, für die Umwelt. Ja, einfach halt mal mit offenen Augen durch die Natur geht, wie schön ein Vogelgesang sein kann, dass man hier halt vielleicht auch mal ein bisschen die Artenvielfalt erhält. Hast auch du ein Herz für Tiere? Möchtest auch du einen wichtigen Beitrag zum Thema Tierschutz leisten? Dann gibt's auch einem dieser lieben Tiere ein Zuhause. Passend zu unserem Thema sind wir jetzt bei Edwin und er hat ein besonderes Schicksal, oder? Ja, der Edwin ist also hierher gekommen als Fundtier. Es hat eine Frau, auch ein Mitglied von uns, hat ihn gefunden. Sehr abgemagert, sah übelst aus, also die Augen sehr vereitert und alles. Und wir haben halt festgestellt, dass Edwin schon ein älteres Kaliber ist. Also er ist schon ca. 16 Jahre alt oder jung. Ich finde, für eine Katze ist es noch nicht so alt, gell? Und ja, wir haben jetzt halt wieder aufgepäppelt und haben halt festgestellt, weil der einen wahnsinnigen Kohldampf auch hatte, dass er eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Okay. Also Menschen kennt er anscheinend, weil er ist unheimlich anhänglich und verschmust. Und ich denke mal, Edwin wird sich noch im neuen Zuhause auch noch mal recht wohlfühlen. Also er sucht auf jeden Fall noch ein neues Zuhause. Und ich denke mal, es sollte vielleicht auch ein älterer Mensch sein, der einfach für ihn Zeit hat, weil ich denke, sondern er ist sehr anhänglich, sehr verschmust, ja, aber das merkt man. Möchte er umgetragen werden ja. Und geknuddelt werden und er genießt einfach auch noch jede Streicheleinheit. Und wir sind eigentlich froh, dass er hier ist, weil sowas ja, tut auch mal uns gut, ja. Auch für uns Balsam, für die Seele, wenn du echt mal so eine super anhängliche Katze hast und wenn du ihn einfach streichelst, vergisst man auch manchmal so ein bisschen das Schlechte. Bei wem sind wir denn jetzt hier? Ja, das ist Lutz, unser circa 4 Jahre junger Schäferhund. Also wir haben im Moment sehr viele Schäferhunde da, komischerweise. Jetzt hat er gerade die Hasen entdeckt. Es kam hierher als Fundtier, deswegen haben wir nicht viele Informationen über ihn. Ich kann halt auch nur das sagen, was wir jetzt halt hier so festgestellt haben. Also mit anderen Hunden ist er nicht ganz so grün. Ja, ein bisschen hektisch ist er. Hektisch ist er halt, aber es liegt jetzt auch mal daran, weil hier vorne Hunde sind und da hinten noch die Häschen. Hund und Hasen und Jagdtrieb kennt man ja. Ja, Lutz muss dann noch ein bisschen viel lernen. Also Grundgehorsam sitzt bei ihm noch nicht ganz so perfekt. Er ist schmusig und ich denke mal, wenn man mit ihm ein wenig arbeitet, ihn auch auslastet, also das heißt mit ihm spazieren geht, ein bisschen Kopfarbeit mit ihm macht, das heißt ein bisschen Futtersuchspiele, wie auch immer, dass man auch einen perfekten Begleiter halt hat. Also er ist jetzt halt wirklich gerade etwas hektisch. Das ist halt Lutz, wie er leib und lebt. Ja, und er sehnt sich natürlich auch nach einem neuen Zuhause, weil Tierheim ist ja nicht gerade das perfekte Zuhause. Obwohl wir hier alles Mögliche für Hund, Katz und Maus tun. Aber ein neues Zuhause wäre natürlich viel, viel schöner, wo er Streicheleinheiten bekommen kann. Wie gesagt, wo man sich halt auch mit ihm beschäftigt. Und kann man sagen, dass jetzt die, ja, seine Charaktereigenschaften was damit zu tun hat, dass, haben, dass das kann sein, er jetzt gefunden die Leute wurde, dass vorher vielleicht überfordert waren und ihn ausgesetzt haben. Ja. Ne, dass er einfach mit seiner hektischen Art, er zieht halt auch noch an der Leine, nicht mit klargekommen sind. Man weiß einfach nicht, was davor passiert ist. Ne? Nee, leider nicht. Also, wir würden uns immer wünschen, dass die Leute, anstatt die Tiere auszusetzen, halt lieber ins Tierheim bringen, damit wir sie halt fragen können. Was hat der für einen Charakter, weil es ja für uns auch wichtig ist, halt klar für die Weitervermittlung ein neues Zuhause zu finden. Und das finden wir dann halt immer so drauf, wir halt versuchen dann hier, ja, die Hunde müssen wir kennenlernen und halt auch einschätzen zu wissen. Oder auch gerade, wenn ein Tier krank ist, wäre halt auch hilfreich, wenn es die Leute halt auch schon sagen könnten.
Ne? Ja, und der Lutz sucht halt auch ein Zuhause. Kannst du nicht machen, Wir zwei Kaninchen. Genau. Einmal Kung und einmal... Einmal Fu. Genau. Fu hat blaue Augen. Nee, Kung hat blaue Augen und Fu nicht. Wie auch immer. Wir haben so verwechselt hier gerade immer wieder. Wir sehen uns ja ähnlich wie Geschwister. Wir sehen zwar aus von der Farbe her wie Wildkaninchen, sind es aber nicht. Wir sind zu uns gekommen, weil der Finder hat Mama mit den beiden Kleinen gefunden. Nur leider ist das Muttertier verstorben. Jetzt sitzen die beiden Kleinen hier und... sind Geschwister und hoffen auch bald auf ein neues Zuhause. Die bleiben natürlich nicht so klein. Und dann beraten wir natürlich auch wieder gerne mit der Tierhaltung, was man halt bei Kaninchen beachten muss. Ernährungsplan, Auslauf, Bewegung, bei denen auch wichtig sind. Also keine Tiere, die in einem Quadratmeter Käfig sitzen und hinvegetieren sollen. Mhm. Ja. Werden die beiden zusammen vermittelt? Es wäre schön, wenn. Natürlich. Wäre ganz toll. Sind Geschwisterchen, die mögen sich auch sehr. Ja, die sind halt jetzt circa 6 bzw. 7 Wochen alt und eigentlich trennt man sie von der Mutter mit 8 Wochen. Also haben sie da schon mal den ersten Schock überwinden müssen. Und dann, klar, hier im Tierheim dann auch noch wieder neue Umgebung, viele fremde Menschen. Ne? Und jetzt ja, warten sie auch auf ein neues Zuhause, die zwei. Die sind noch recht jung, wie gesagt, die wachsen noch. Ja, die machen klar. Ja. Aber was ich echt toll finde, schaust dir mal an. Die blauen Augen. Ja. Auch selten. Aber sehr dann hübsch. Kann man sie auch ein bisschen auseinanderhalten. Da, ja, genau. Ich denke, dann kann man sie ganz gut auseinanderhalten. Die sehen es ja doch recht ähnlich. Die zwei. Ja. Und zwei Schicksalsschläge. Gut. Einmal Tierheim und einmal noch die Mutti verloren. Ich denke mal, die Mama war ganz schlimm. Okay? Ja. So, dann vielen Dank, dass du uns die drei Tiere gezeigt hast und uns einen Einblick in das Thema des Tierschutzes gegeben hast. Ich freue mich, dass ihr da wart und es hat mich auch gefreut, das ein bisschen nahe zu bringen und ich freue mich sowieso mal, wenn ihr da seid, weil ihr hier bei uns mal ganz tolle Arbeit leistet und auch das Pfötchen sucht Händchen macht und ich meine, auch ihr tragt zum Tierschutz bei. Dass vielen Dank. Unsere Tiere, vielleicht auch durch euch ja, wie gesagt, auch ein neues, schönes Zuhause. Ja, das hoffen wir doch. Und euch hoffe ich auch bald wiederzusehen. Every morning the same old story, you wake up. Every morning wake up early, hurry. Dreams are made of maize and coffee, churro. Seat and quickly ready. Let the daddy stop on really done. Then we jump, be sure, stop your belly, my leg. Reputation perfect.